Hey zusammen, schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Wie ihr seht, ist heute so ein bisschen was anders. Das liegt daran, dass ich mit einer Webcam aufzeichne, weil das hier nicht funktioniert hat mit diesem uralten PC, mit meiner Kamera, mit dem Dateiformat, mit dem Umwandeln. Das war eine reinste Katastrophe, deswegen habe ich mich jetzt entschieden, es per Webcam aufzuzeichnen und hoffe, das geht in Ordnung für euch. Ich befinde mich nämlich im Ausland. Ich bin auf Mallorca. Ich bin ein paar Tage abgetaucht, aber ich bin schon übermorgen wieder zurück und wollte euch auf diesem Wege natürlich sonnige Grüße übermitteln und wollte euch einmal fragen, ob es euch gut geht, weil es waren ja ganz schöne Unwetter in Deutschland. Ich habe das hier mehr in den Nachrichten mitbekommen und hoffe, es ist nichts Schlimmeres passiert und ihr seid alle wohlauf und habt das Unwetter gut überstanden. Ich versuche euch übermorgen ganz viel Sonne mitzubringen. Und auf diesem Wege natürlich die Top 3 des Lancôme Beauty Blogger Contests mitzuteilen. Es steht nämlich fest und ich muss jetzt auf diesem Wege via YouTube, weil ihr guckt natürlich zum einen zu, das seid ihr die Zuschauer und dann schauen meine Mädels zu und sind ganz gebannt, wer es ins Finale geschafft hat, denn ihr habt ja die Top 10 gevotet aus allen 15 Finalisten und da wollte ich mich an der Stelle natürlich recht herzlich bedanken, dass ihr da wirklich so kräftig alle unterstützt habt, dass ihr es möglich gemacht habt, dass 3 meiner Mädels unter die Top 10 gekommen sind. Natürlich ist man einerseits sehr traurig, weil man ganz gerne alle hätte weiter gehabt wollen, haben wollen. Das hat nur die Becky geschafft, ihre 5 Mädels weiterzunehmen. Aber ich bin dennoch sehr, sehr froh, dass es 3 meiner Mädels geschafft haben. Das ist zum einen die Sarah, das ist die Anja und das ist Tine. Herzlichen Glückwunsch an euch. Ihr habt das ja via Voting schon mitbekommen. Ja, und jetzt habe ich den Anruf von Lancôme erhalten, wer es jetzt unter die Top 3 geschafft hat. Und ich finde es ehrlich gesagt total blöd, dass jetzt hier über Webcam bzw. über YouTube zu machen, aber mir wäre es persönlicher gewesen, wenn ich euch hätte anrufen können und euch die Nachricht mitteilen können, um euch einerseits vielleicht Glück zu wünschen oder andererseits zu trösten, aber ich muss das jetzt hier via YouTube machen und hoffe, ihr spannt jetzt eure Lauscher auf. Natürlich weiß man vorher schon, dass es nur eine geben kann, ja, aber trotzdem, wenn man so weit gekommen ist, ist es echt blöd, so kurz vorm Ziel ausscheiden zu müssen. Und an der Stelle kann ich auch nur sagen, dass ihr mir wirklich eine wundervolle Zeit bereitet habt mit diesem Projekt. Ich habe euch alle ins Herz geschlossen. Ich habe tolle Menschen kennengelernt. Ich habe euch kennengelernt. Und es hat mir sehr viel Freude gemacht, dieses Projekt mit euch weiterhin zu machen. Und natürlich möchte ich euch weiterhin gehendst unterstützen, wenn ihr das weitermachen wollt. Ich hoffe, ihr verliert jetzt nicht die Freude an YouTube und bleibt wirklich dran und macht es weiter. Das würde ich mir an der Stelle wirklich sehr, sehr wünschen. Und ja, die Top 3, die Lancôme ausgewählt hat, die kommen glücklicherweise jeder aus einem Team, also jeweils ein Mädel aus einem Team. Das war jetzt gar nicht vorher so abgesprochen, sondern es war wirklich so, dass es auch hätten 3 aus einem Team sein können oder 2 hier und einer da. Aber das war tatsächlich die Entscheidung von Lancôme. Die fanden euch von vornherein seit den Votings wirklich, haben die euch ganz weit oben gesehen. Deswegen hat es auch ganz gut gepasst, glaube ich. Und so können wir euch ins Finale nehmen. Am 20.06. in Düsseldorf gehen nämlich mit. Einmal mit der Tine Walecka, geht dann mit die Nina Kutschera. Dann geht mit der Rebecca Flöter mit, Merna Mariella. Und ich darf mitnehmen die Sarah. Sarah, herzlichen Glückwunsch. Wir beide werden nach Düsseldorf und das Finale hoffentlich zusammen rocken. Zumindest wenn wir ganz, ganz viel Spaß haben. Und liebe Anja, liebe Tine, es tut mir schrecklich leid, aber ich möchte euch gerne unterstützen, wo ich nur kann und hoffe, ihr macht ganz, ganz fleißig weiter, weil ich euch wirklich super finde. Das ist mein Applaus an alle 15 Top-Finalisten, die 10, die weitergekommen sind und jetzt die 3, die übrig geblieben sind, nämlich Nina, Sarah und Merna. Ich freue mich sehr, euch alle kennenzulernen in Düsseldorf am 20.06. Natürlich werde ich das Ganze begleiten und euch das Finale zeigen, aber wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch mitkommen. Ich darf nämlich 8 meiner Abonnenten mitnehmen nach Düsseldorf, um das Finale sich live vor Ort anzuschauen. Lasst mir bitte eine Mail da, wenn es euch interessiert, wenn ihr da Lust habt, mit mir hinzufahren.
Wir werden einen ganz tollen Tag miteinander verbringen. Ihr müsst leider selber anreisen. Das ist die einzige Bedingung. Macht natürlich großen Sinn für alle, die aus Düsseldorf und Umgebung kommen. Natürlich könnt ihr auch aus München anreisen oder aus der Türkei, aus Polen, aus Kasachstan. Das ist eigentlich völlig egal, weil anreisen müsst ihr selber. Alles andere wird euch dort gestellt und ihr habt natürlich einen tollen Tag hoffentlich mit uns dort. Also 8 darf ich mitnehmen. Deswegen lasst mir eine Mail da via twinklemina@googlemail.com. Ich verlinke euch natürlich alles in die Infobox. Auch die Kanäle der 3 Finalisten packe ich euch rein, weil ich kann es euch jetzt hier nirgendwo in irgendeiner Form einblenden. Ja, ansonsten sei dem noch gesagt, ich bereite euch gerade einen ganz tollen Haul vor. Natürlich habe ich hier ein bisschen geshoppt. Es war jetzt nur eine Woche, aber das schafft man, hier noch ein paar Sachen mitzunehmen. Ja, andere Eindrücke seht ihr immer via Instagram, via Facebook. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Es lohnt sich, auch so kleine Reviews, die ich dort poste, die ich jetzt nicht unbedingt bei YouTube reinpacke, werdet ihr dort sehen. Ja, so viel jetzt heute von mir. Herzlichen Glückwunsch an alle und ich drücke euch alle ganz, ganz fest und wünsche euch eine wunderschöne Woche und freue mich sehr auf Düsseldorf mit euch und allen anderen. Ich bin bald wieder zurück. Es gibt bald wieder ganz viele Videos und ja, bis bald.